Hey Leute und willkommen zurück zu CSS. So, heute möchte ich mit euch so ein bisschen das Box-Modell besprechen. Das ist ein riesiges Modell und ja, wir fangen ganz langsam an und leiten uns das dann so allmählich her. Okay, also mit was fangen wir an? Wir haben hier schon mal ein Div erstellt. Das sehen wir hier, hat die ID div1 und das lässt sich jetzt natürlich einzeln ansprechen. Was das Tolle dran ist und den P innen drin, also für die Leute, die keine HTML-Videos bisher gesehen haben von mir, würde ich die jetzt gerade mal empfehlen. Ansonsten, ein Div ist einfach ein Bereich, da merkt man nichts davon, aber den kann man eben in CSS super getrennt ansprechen. So, gehen wir in die CSS-Datei und schauen uns an, was wir damit machen können. Wir können hier das Ding über div1 ansprechen. Okay, jetzt möchte ich hier einfach mal zum Beispiel den Hintergrund setzen. Background Color kennt ihr wahrscheinlich noch. Und da sage ich dann einfach mal, die soll rot sein. Ich mache mir jetzt da keine große Mühe, man soll es bloß erkennen können. Okay, so, und was wir jetzt hier drin haben, ist, wir sehen nicht wirklich den Unterschied zwischen dem P und dem Div. Das ist ja auch so gewollt, aber mit dem Box-Modell können wir das eindeutig auseinanderhalten. Okay, schauen wir uns das genauer an. Wir können erstmal eine Kante, einen Rahmen drüber setzen. Den Rahmen, den können wir machen, indem wir eine Border bestimmen. Border ist Englisch für Rahmen, sozusagen. Oder was heißt sozusagen, das ist so. Border, und da sagen wir dann Border-Style. Und hier haben wir jetzt mehrere Optionen. Da können wir einfach mal STRG-Leertaste drücken. Und dann haben wir hier Dashed, Dotted. Also Dashed ist durchgestrichen, Dotted ist gepunktet, Double ist zweimal gestrichen. Ich finde Groove eigentlich ziemlich hübsch, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es wirklich Geschmackssache. Okay, so, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir, dass plötzlich der Div ein bisschen größer geworden ist. Und auch das Rot logischerweise ein bisschen größer. So, und jetzt können wir genauer erkennen, was dieses P macht. P ist dann nämlich folgendermaßen Background Color Green. So, schauen wir uns das mal genauer an. Jetzt sehen wir, wo ist der Paragraph und wo ist der Div. Also das Rote ist der Div. Oder die Div, der, die, das Div, keine Ahnung. Und das Grüne ist der Paragraph. Und ja, diese komische Kante da, die man fast nicht sehen kann, die machen wir jetzt noch ein bisschen dicker, damit man sie sehen kann. Kante dicker machen tun wir, indem wir sagen Border-Width. Und dann sagen wir hier zum Beispiel 25 Pixel. Das sollte gut sichtbar sein, denke ich mal. Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen zu krass. Sagen wir 10 Pixel, das sollte mehr als ausreichen. Okay, also dieses, und sagen wir Solid hier. Ich will ja, dass ihr alles gut sehen könnt. So, jetzt haben wir hier eine schwarze Kante und hier innen drin haben wir den Content. Das Schwarze hier draußen ist die Border und das Rote ist der Div. Das hier ist der eigentliche Content, also der Inhalt von dem Div. Das ist der Paragraph. So. Jetzt können wir hier aber noch mehr machen. Wir können nämlich auch den Margin setzen. Also wir können natürlich auch noch die Border Color bestimmen. Border für die Leute, die die Farbe einzeln bestimmen wollen. Hier können wir auch Border Bottom Color, also unten eine andere Farbe geben als links oder als rechts. Und so weiter und so fort. Ja, die Radien hier, also Radius, ist ein eigenes Attribut von CSS 3. Da komme ich dann drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Aber wir können hier eben, wie gesagt, rechts die Color anders setzen als zum Beispiel oben oder sowas, aber wir können doch einfach Border-Color sagen und dann können wir die Farbe für überall bestimmen. Dann wird mir nichts vorgeschlagen. Okay, dann sagen wir hier einfach mal Hashtag 88888. So, das ist irgendwie so ein Grau oder sowas, dürfte relativ neutral sein, so silbergrau ist das, glaube ich. Gut, okay, so, jetzt wollen wir aber noch hier ein Margin setzen. Und für den Margin sagen wir jetzt hier mal noch der Hintergrund, Body, irgendwas Einleuchtendes, zum Beispiel Blue, Background Color Blue. So. Und jetzt sehen wir, dass es direkt aufeinander ist. Jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Ja, wobei, die sieht man gar nicht, denn der Margin ist durchsichtig. Ich mach das hier gerade mal wieder raus, damit man es überhaupt noch irgendwie erkennen kann, weil das Blau, das war schon sehr augengewöhnungsbedürftig. Der Margin ist außerhalb von unserem Div jetzt. Das heißt, hier oben drüber und links und rechts. Ich kann natürlich auch wieder für jede Seite einzeln meinen Margin bestimmen.
Das heißt, der Abstand zu meinen anderen Elementen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier am besten drunter direkt noch irgendwas. P, der zweite Paragraph. So. Okay, der ist jetzt hier schon ein bisschen Abstand drin und das ist der Margin. Wir sehen hier, dass hier etwas Abstand dabei ist. Und genau das ist der Margin. Wir sehen auch hier, dass das Graue nicht direkt an den Rand hier grenzt, sondern ein bisschen Abstand hat. Und so können wir eben den Margin extra setzen, indem wir einfach sagen Margin. Und hier können wir sagen Bottom, Left, Top, Right. Wir können auch wieder alle automatisch bestimmen, also einzeln bestimmen, was wir gerne wollen. Wir wollen unten zum Beispiel jetzt einen anderen haben, zum Beispiel 0 Pixel. Okay. So, und wenn wir jetzt hier 0 Pixel wählen, dann haben wir genau das hier. Wenn wir jetzt allerdings vielleicht zum Beispiel minus 10 Pixel wählen wollen, dann zieht es uns das Ganze ein bisschen näher dran. Das heißt, wir können hiermit auch sagen, wir hätten gerne viel Abstand oder sowas. Also so ein bisschen den Abstand hier bestimmen. Und das ist auch ein Teil des Boxmodells. Das heißt, außen ist der Margin, der Abstand zu den anderen Inhalten. Da kann ich dann natürlich auch nach links einen Abstand bestimmen. Aber Achtung, nach links habe ich nichts. Wenn ich hier den Abstand erhöhe, dann schiebe ich einfach mein ganzes Div etwas weiter nach rechts. Das heißt, so wird es einfach ein bisschen nach rechts verschoben, automatisch. Nach oben genau dasselbe, dann wird es einfach ein bisschen nach unten verschoben und links und so weiter und so fort. Okay, so. Und ja, jetzt habe ich sozusagen hier ein Boxmodell, schon mal ein zweigeteiltes Boxmodell. Hier haben wir den Margin, das was weiß ist hier gerade. Das was hier unten weiß ist, haben wir als Margin und das hier oben weiß und links rechts, das können wir nicht sehen. Okay, so, wenn wir jetzt allerdings noch weitergehen wollen, also außen ist der Margin, hier haben wir die Border, aber innen drin können wir ja auch noch was machen. Und das innen drin, das nennt sich Padding, so wie Paddington Bear, nur nicht ganz so geschrieben. Genau, Entschuldigung. Hier haben wir den Padding, den wir bestimmen können. Zum Beispiel oben, unten, links oder rechts. Da sagen wir dann Padding Top und zum Beispiel 50 Pixel. Und jetzt Achtung, was passiert. Wenn ich hier 50 Pixel eingebe, dann ist immer noch der Hintergrund rot, aber er hat sich vergrößert. Das heißt, das, was wir jetzt hier schon rot sehen, das ist schon automatisch der Padding. Da hat schon automatisch irgendwas. Wenn ich hier jetzt minus 50 Pixel eingebe, dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Ja, wenn negativ in dem Fall auch nicht wirklich Sinn macht, machen wir das mal so, 60 Pixel. So, jetzt habe ich hier wieder einen größeren roten Abstand. Das heißt, wir haben hier dieses Rote, das ist der Padding. Das Grüne hier drin ist tatsächlich der echte Content, also der eigentliche Inhalt von unserem Div. Und das Graue hier ist die Border und das, was hier weiß ist, ist der Abstand, also der Margin. So, es gibt dafür auch wunderbare Kurzschreibweisen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf jeder Seite den Padding setzen wollen. Dann müssen wir nicht 60 Pixel für Top eingeben und dann nochmal drunter Padding Bottom eingeben, sondern wir können ganz einfach sagen, wir hätten gerne in der Reihenfolge Top, keine Ahnung, Right und Bottom und Links 75. So, ja, klar, dass das nicht geht. Dann darf man hier vorne allerdings keinen Padding Top angeben, sondern einfach nur Padding angeben. So, und wenn ich das jetzt hier laufen lasse, sehen wir, dass wir noch Pixel vergessen haben. Hier, Mann, was ist denn heute schon wieder los mit mir? Okay, jetzt aber. Das heißt, wir geben einfach im Uhrzeigersinn an, wie viel Padding wollen wir denn haben. Also, ich schiebe mal gerade hier das Ding noch ein bisschen kleiner zurecht. So, jetzt haben wir hier den Padding auf der linken Seite, ist er besonders groß, nach unten ist er riesig und ja, nach oben und nach rechts ein bisschen kleiner. Okay, also einfach damit rumspielen, Padding ist innen drin, Margin ist außen und die Border ist genau hier die Kante. Okay, super. Achtung, für Padding könnt ihr auch nicht irgendwie noch eine eigene Farbe angeben oder sowas, die ist dann halt leider durch die Background Color schon weggenommen. Sehr schön. Ja, soviel zum Boxmodell. Also wir sehen, das ist sehr nützlich und so kann man wirklich ungefähr bestimmen, wie die Sachen liegen. Zumindest kann man sich's vorstellen besser. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, nächstes Mal schauen wir, was wir da so finden. Bis dann, ciao, ciao.